Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid auf eine chillige Runde. Heute sind wir im Kingdom Come Deliverance unterwegs und wir wollen mal gucken, wie das hier weitergeht. Wir haben in der letzten Folge, haben wir, müssen wir hingehen? Ja, nicht? Da. In der letzten Folge haben wir den Ring besorgt und jetzt hat er uns die Aufgabe gegeben, dass wir in ein anderes Dorf sollen. Nein, wo muss ich dann noch mal hin? Da auch nicht. Hier war das, ne? Genau. Questlock. Vergeltung des Erwachen, der ehrbare Dieb. Und zwar. Nein, das ist geschickt. Es gelang mir, ihn in die Finger zu bekommen. Während ich bewusst war, musste ihn endlich. Möchte, dass ich ihn. Ach ja, genau. In den Kollnitzer Müller bringen. Okay. Also, wir müssen dafür. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Da oben, ne? Da müssen wir, glaube ich, hin. Okay. Da wir ja noch kein Pferd haben. Mal gucken. Wo ist der? Na toll, der ist nirgendwo zu sehen. Rein theoretisch. In dieser Richtung, oder? Mal gucken. Ja. Oder? Der muss ja. Gut. Glaube, wir haben nur die Möglichkeit, hier lang zu gehen. Ich glaube, das ist auch der richtige. Ah, was ist das? Ader? Der Richtung. Ah, da muss ich einmal zu Herrn Ratzig. Aber wenn ich dahin gehe, dann habe ich wieder eine ganz andere Aufgabe. Deswegen mache ich erstmal das. Da oben ist das B. Jetzt ist es da zu sehen. Jetzt ist es nicht hinter all den ganzen anderen Sachen versteckt. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, latschen wir da mal hin. Pferd haben wir ja nicht. Also müssen wir ja leider per Pedestal. Geht ja leider nicht anders. Also mega weit ist das auch. So können wir wenigstens noch ein bisschen unsere Vitalität trainieren. Überfressen sind wir gleich auch nicht mehr. Nur noch so ein ganz kleiner Strich. So, wunderbar. Also wir haben jetzt den Ring geklaut. Ne, haben wir nicht geklaut, fällt mir gerade ein. Wir haben ja mit dem geschnackt. Und dann haben wir den Ring gekriegt, weil er so ein netter Mensch ist, der Henker. Wir sind jetzt ja, auf dem Weg von einem Müller geschickt zum nächsten worden. Dingsen. So, ich glaube hinter dem Wäldchen, was vor uns liegt. Ich glaube, da müssen wir noch durch und dahinter ist es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Mann, der schnauft aber auch immer von ein paar Schritte laufen. Hört sich an, als wenn er jeden Moment einen Herzkasper kriegt. Und noch sind wir jedenfalls auf dem Weg. Das B ist noch in Laufrichtung so ungefähr. Ah, das sieht gut aus. Oh man, nicht ganz so auspowern. Wer weiß, ob noch was auf dem Weg passiert. Boah, zu Fuß ist der Weg ja echt lang. Mit dem Pferd ist das ratzfatz erledigt, ne? Aber ein Pferd kriegen wir noch nicht. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt exquisit nur die Quest machen von Herrn Ratzig und so. Kriegen wir auch recht schnell ein Pferd in diesem Spiel. Aber so ein paar Sachen will ich auch noch zu Fuß erledigen. So zwei, drei Aufgaben, die kann man ja ruhig immer mal zwischendurch zu Fuß machen. So, ich glaube, wir sind gleich da, glaube ich. Oder? Ja, da ist das Gebäude. Habe ich nicht hingeguckt, mir hat das Ohr gejuckt. Moment.
Weiter geht's. Kollege! Kollege, ich hab was für dich! Ey! Du da! Müller Wojciech. Ist das, ne? Ja. Oder bist du das? Der Honk da. Nee, ich glaube, der Wojciech ist. Gelobt sei Jesus Christus. Ach, was soll der denn hier? So. Ich soll dir diesen Ring bringen. Peschek, der Rataja Müller, schickt mich mit diesem Ring. Ein Ring? Hier ist er. Nutzloser Plunder. Du bist sicher Heinrich, was? Peschek hat von dir gesprochen. Was zum... Warum wirfst du ihn weg? Hast du eine Ahnung, wie schwierig es war, ihn zu beschaffen? Peschek sagte, er wäre dir wichtig. Nur Plunder, wie gesagt. Er hat dich bloß auf die Probe gestellt, weil er sehen wollte, ob du die Eier hast, für uns zu arbeiten. So machen wir das nun einmal mit den Grünschnäbeln. Wir müssen schließlich wissen, ob du auf sinnlosen Prinzipien beharrst oder deinen Kopf benutzt. Ich gratuliere, du hast bestanden. Nun hätten wir ein paar Aufträge für dich. Fragen wir erstmal, kann ich dir gestohlene Ware verkaufen? Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte ihn für dich aufbewahren. Und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde, kann ich es zu dir bringen, damit du es aufbewahrst? Und ich bekomme Silber dafür? So sieht's aus, Bursche. Sehr schön. Das hört sich doch super an. Gut drumherum geredet. Mal sehen. Übung? Nee, wir haben noch nicht Geld, ne? Ja, doch, ein bisschen haben wir. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schleichen verbessert. Ja, das ist selbstverständlich. Gut. Anfänger, ja. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ja, von mir aus. Wir haben ja ein bisschen falschen. Ist das nicht etwas viel? Auf jeden Fall, so wie immer. So, da gehen wir jetzt mal auf 50 und dann kommt er uns schon ein Stück entgegen. Ist das genug? Du bist ein Knauser. Ja, klar. Ah, siehst du? Jetzt gehen wir auf 55 und dann passt. Einverstanden. Hör gut zu. Wenn wir jedes Mal 5 sparen, dann haben wir jeden 11. umsonst sozusagen. Komm, gleich nochmal üben, wenn das geht. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schleichen verbessert. Ja. Selbstverständlich. Schleichen, Schlösser knacken. Oh, jetzt schon Stufe 5? Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Ich glaube, das macht er noch nicht. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Ja. Warum machst du das denn? Ach, mein Kollege. Ich denke darüber nach. Kann ich irgendwie behilflich sein? Du kommst gerade recht. Es gibt da so eine Sache. Ich habe ein Hühnchen mit dem Kommandanten der Thalmberger Garnison zu rupfen und will's ihm heimzahlen. Wie du vielleicht weißt, ist Robert von Thalmberg ausgesprochen pingelig, was die Ausrüstung betrifft. Der Hauptmann Herr Robert? Ich bin verwirrt. Sag mir einfach, was du von mir willst. Es ist so. Du sollst in die Rüstkammer von Thalmberg einbrechen und ein paar Wappenröcke mitgehen lassen. Ah, und wenn Herr Robert rausfindet, dass Ausrüstung für seine Wachen fehlt? Er wird sich den Kommandanten vorknöpfen, der als einziger die Schlüssel hat und für die Sachen verantwortlich ist. Wenn Robert rausfindet, dass vor seiner Nase etwas verschwindet, wird er ihn auspeitschen lassen und ich bekomme meine Genugtuung. Klau mindestens 5 Wappenröcke, damit's Rambazamba gibt. Noch klar, da bin ich bei. Was soll ich mit den Wappenröcken anstellen, wenn ich sie habe? Ich verbrenne sie, damit es keine Beweise gibt. Aber lass dich bloß nicht erwischen. Okay, hört sich gut an. Mindestens 5 Wappenröcke. Wow. Dazu müssten wir... Oh ja, da ganz oben. Da, wo sie uns geholfen haben. Die sollen wir jetzt beklauen. Oh, oh, oh. So, besorge die Schlüsselung zur Rüstkammer. Und da verwende mindestens 5 Wappenröcke. Eieieiei. Gehen wir jetzt zurück? Oder beamen wir uns zurück?
Eigentlich könnten wir uns auch zurückbeamen, ne? Sonst dauert das ja wieder so ewig. Wie kommen wir denn da hin? Weil das Frauchen sitzt da nämlich schon wieder so blöd. Ich meine, wir könnten die Quest annehmen, aber... DLC, es geht wieder nicht, weil sie jetzt da im Weg ist. Ach, Manno. Aber gehen wir dann hier hin und laufen zurück. Warte mal, wollen wir hier überhaupt hin? Ich gerade überlegen, müssen wir da überhaupt hin? Wir gehen da mal eben rein, gucken beim Questlog. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal zu Herrn Ratzig. Zu Herrn Ratzig. Das ist... Genau. Dann beamen wir uns jetzt hier hin. Ja, nee, weiter. Oh. Komm her, du Bastard! Ich haue auf die Fresse! Hallo? Komm her, du Weichei! Mann, halt doch mal an. Hast weiche Knie bekommen, was? Nee. Ich gebe auf! Hab's gerade mit dir. Gibst du auch auf? Die noch heile, kann ich die auch aufnehmen? Ja. So, reden. Unbewaffnet. Du bist frei. Lass deine Waffe hier und geh. Einverstanden. So, wo ist jetzt deine Waffe? Der andere ist schon geflohen. So eins ist so eine Sackratte. So, weiter geht's. Wir wollten hier runter. Dahin. Ah. Haben die uns doch versucht zu überfallen. Heftig. Und ich habe erstmal den Bogen nicht gefunden. Super, ne? Ja. Na, Kollegen? Halt! Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Skalitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dwojitz. Sicher, und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft? Und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Nehmen wir dich. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gerbt. Tut er nicht. So, da müssen wir hin. Was? Ach, jetzt bist du fertig mit Sammeln. Gut, dann kann ich weitergehen. Schnellreiseort entdeckt, das ist gut. Lager entdeckt, auch gut. Ach, das ist die kleine Burg. Hier ist Herr Ratzig. Wo ist die? Von ihm irgendwo? Nein, aber hier steht schon mal sein Pferd. Na, wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Doch gar nicht so eine lange Videosequenz. Okay. Ja. Ja. Banditen überfielen mich in Skalitz. Und warum bist du zurückgegangen? Wen außer Halsabschneidern und Strauchdieben hast du erwartet? Ich wollte meine Eltern begraben. Oh, verstehe. Dein Vater kämpfte wie ein Löwe. Mein Beileid. Er hat mein Leben gerettet. Nicht nur deins. Er war ein guter Mann. Und du hast recht getan, ihn zu begraben. Aber das habe ich nicht. Ich konnte ihn weder retten noch beerdigen. Was hättest du in Skalitz schon tun können? Hättest du gekämpft, wärt ihr jetzt beide tot. Er hat sein Leben für dich gegeben, Heinrich. Also mach lieber was draus. Stimmt. Was genau tust du hier eigentlich?
Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Rattay. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Ja, seine alten Kumpels. Mach mal hier eben schnell vorbei. Läuft aber komisch. Hast du was mit den Knien, Kollege? Hast du Knieschmerzen oder so? Weiß nicht, müssen wir hier rein? Ich glaube, wir müssen einen höher. Sehe ich jetzt einfach mal auf. So, ja, hier ist eine Wache, könnte sein. Na du? Mit dir können wir nicht schnacken. Okay. Oh, geht schon wieder automatisch. Dann mache ich mal. Dero Gnaden, ich sage euch allen Ernstes. Unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Rattay genug Platz und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden, aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt... desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Rattay. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch. Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst.
Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge, ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht, Herr. Junge, Junge, das war wieder eine schöne, lange Einleitung. Das war echt klasse. Das hat mir gut gefallen. So, jede Menge Quests begonnen. Okay. Seid ihr auch nochmal fertig da? Was, Tätiček, nebo Štíček, dort? Was brummelst du mir denn ins Ohr hier? Hallo? So, was ist das? Das ist das Pferd von... von Scarborough. Ja, was machen wir denn jetzt mal in welcher Reihenfolge? Lass uns mal gucken, was wir so auf der Liste haben. Nein? Ja, doch, da war ich richtig. So. Questlog. Ohne Fleiß, kein Preis. Er hat sich wünscht, ob man Herrn Badenkamp unterweisen lassen. Das ist eine oberen Burg von Ratei auf. Okay, möglicherweise weilt er dort vom Vormittag bis zum Abend. Na eben, saß er gerade in der Bude. Vergeltung. Ich muss Marquardt von Aulitz finden. Meine Eltern recht. Okay. Und dann immer noch die diebische. Die schieben wir jetzt erstmal ein bisschen nach hinten.
Ja, dann gehen wir mal ein bisschen üben, wa? Machen wir das doch. Dann können wir uns nach oben beamen. Ach was, da laufen wir hin. Dann seht ihr das. Nix beamen. Da laufen wir hin. So, was sagt unser Hunger? 90. Nee, da dürfen wir noch nichts essen. Ja, hier, das sind unsere alten Leute. Von unserem Blöckchen. Genau. Aus unserem Dorf. Aus Scarlets. Die sind da ja geflüchtet. Und dann hier alle untergekommen. Ach. So viele verreckt und gerade der Bastard muss überleben. Oh, Kunesh, du kriegst gleich was an die Fresse, ey. Du hast also überlebt. Wie kann der da überleben? Richtig beobachtet. Kann ja wohl nicht angehen. Ha, genau. Du hast noch Schulden bei mir. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Sehr gut. Dir schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich. Sag mal, Kollege. Willst du wieder Schläge? Willst du wieder Schläge? Wenn ich mich nicht irre, war nicht dich es, der Dresche gekriegt hat. Tja, ich. Und jetzt bist du allein hier. Keiner da, der dir den Arsch rettet. Ob das so schlau war? Glaub mir, dich packe ich auch ohne Unterstützung. Ich mach Gulasch aus deinem Gesicht, du Hundschwatt! Ob in der Küche oder auf dem Feld, meine Waren erhellen euch den Tag. Ich hab schon wieder vergessen, wie das geht. Mist. Ah ja, genau. So kann ich da auch? Nee, da kann ich nur... Genau. Was ist los? Keine Eier mehr? Doch, hab ich. Zeig Gnade. Die besten Mehl, Eier, Salz, knetet alles in einem Teig, backt ihn zu Brot und die ganze Familie verdammt. Verflucht! Trau dich doch! Kunda! Ich muss mich mal eben ein bisschen tanken. Auch tanken. Das gibt's nur hier! Was braucht man mehr? Kommt und seht euch um! Au! Komm, liebe Leute, und. Oh. Ofenwarmes Knoblauch und dazu etwas Milch. Zwiebelsuppe für den Kühlen. Spargel für den Gaumen. Ich bin hier drüben. Hier. Na schön. Brot. Brot. Ein Genuss für euch und die Familie. Zwiebeln scharf wie ein Schwert und Knoblauch, der böse Geister vertreibt. Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen. Greift zu. Gemüse, frisches Gemüse. Schaut mal her. Wunderbar, oder? Au. Frisches Brot von heute Morgen. Spargel, eine wahre Gaumenfreude und Gurken, die all eure Leiden lindern. Greift zu. Das Geld, das du mir schuldest. Na schön. Mann, sorry, dass ich nichts gesagt habe eben, aber ich war so angespannt. Glaubst du kriegst aus mir was raus? Schau dir an, was ich hab. Aber vielleicht
Vielleicht kann ich dir sagen, wo du ein paar Münzen herkriegst, wenn du dann die Schulden vergisst. Ich höre es. Spuck schon aus. Nix da. Zuerst musst du schwören, dass du dann nichts mehr von mir willst. Also schön. Raus bin ja nicht so. Als wir aus Scarlets geflüchtet sind, habe ich was aufgeschnappt. Kein Schimmer, wer es gesagt hat. Ein Wunder, dass ich überhaupt was gehört habe. Jedenfalls hatte einer unter einem Taubenschlag Münzen versteckt. Unter einem Taubenschlag? Das ist alles? Mehr weiß ich nicht. Wie viele Taubenschläge kann es in Scarlets schon geben? Wenn du die Eier hast, zurückzukehren, findest du ihn bestimmt. Wir werden sehen. Gurken, saftige Gurken, Spargel und Pflaumen. Oh, du Vollidiot. Mehl, Eier, Salz, Hefe. Knetet alles zu. Haben wir noch was zu verkaufen? Mal gucken, haben wir noch irgendwie ein paar Sachen? Da hätten wir noch ein paar Handschuhe. So, den wollten wir anziehen, ne? Den Wappenrock, wenn wir den anziehen, da oben, dann ist wieder was anderes weg, okay. Oh, dann lassen wir den. Also zwei, drei Sachen hätten wir noch zu verkaufen, aber... Warte mal, hier ist der Waffenfuzzi. Irgendwo hier hinten ist der Rüstungsfuzzi. Für euch und die Familie. Zwiebeln scharf wie ein Schwert und Knoblauch. War das hier? Nee, das ist der Schneider. Hier ist der Schneider. Wo war denn der andere? Aber wir könnten uns mal eben waschen. Haben wir schon ein bisschen wieder unser Blut abgekriegt. Sehr schön. Das hier ist... ich würde sagen, der Apotheker, oder? So. Gütiger Gott, du bist ja quietschfidel. Aber sowas. Als ich dich das letzte Mal sah, dachte ich schon, ich müsste den Pfarrer kommen lassen. Nee, ich bin nicht tot zu kriegen. Ich bin wieder gesund. Ich fühle mich wie neu geboren. Freut mich, das zu hören. So, wer kann mir denn das Lesen beibringen? Ich möchte lesen lernen. Wen sollte ich fragen? In Uschitze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. Na cool, danke für die Info. Ja, wegen den Schulden, wegen ne? Wegen der Schulden. Was, der will nur 50 haben? Das mache ich sogar ohne Fall. Bitte sehr. Jo. Vielen Dank. Freut mich, dass du ein ehrbarer Mann bist. Aber sicher. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Warte mal, wegen Rattei. Wie ist Hanusch so als Herr? Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist eisern, aber gerecht. Gottlob, er mischt sich in nichts ein, wie dieser Herr Ratzig da, weswegen auch keiner über uns herfällt. Okay, wie lebt es sich in Rattei? Wie ist das Leben in Rattei? Das Leben ist gut. Gott hat gefügt, dass der Krieg uns bisher verschont. Abgesehen von den Flüchtlingen ist's friedlich hier. Schön. So. Wie kommen die Rattaier mit den Flüchtlingen aus? Wie kommen die Rattaier mit den Flüchtlingen aus? Ha! Reden wir nicht davon. Ich wünschte, dieses Geschmeiß wäre weg. Ich weiß, dass sie Pech hatten, aber sie tun nichts außer stehlen und Ärger machen. Ja, gut, sie haben ja auch gar nichts und leben auf der Straße. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Man sagt, wo sie auch hinkommen, plündern, schänden und metzeln sie. Ja. Natürlich macht das jede Armee, aber diese Barbaren lieben die Grausamkeit geradezu. Ja, das stimmt. Du, kann ich was üben bei dir? Die Alchemie vielleicht? Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Cool. Ja, ich möchte die Grundlagen festigen. Ja. Gut, aber nur gegen Silber. Ja, alles klar. Ja, wir ist falsch. Das nicht etwas viel? Wir einigen uns dann wieder auf 55, ne? Oder so. Sind wir uns einig? Ein schlechtes Angebot. Ach, so, jetzt auf 55. Dann einverstanden. Hör gut zu. Ja, höre ich. Sehr gut. Dankeschön. Können wir noch was lernen? Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel. Gelobt sei Jesus Christus. Naja, wir können bald wieder ein paar Sachen kaufen. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Ja, selbstverständlich. Okay. Ah, nee. Wir können nur... Ich denke darüber nach. Ich muss erstmal ein bisschen... Genau. Ja, tschüssi.
So. Wir... hier die ganzen Leute, die hier alle am Betteln sind, das sind alles hier aus unsere Landsleute. Alles hier aus Rattai. So. Maruna. Kunesh. Und Cornelius. Okay. Okay. Haben wir, ach ja, wir hatten ja gesagt, wir haben noch was zu verkaufen, aber... Ach, da ist er. Da ist er. Der Rüstungstyp. Und mal gucken. Hallo, Rüstmeister. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Reparatur. Nee, lass uns handeln. So, verkaufen. Wir haben ja noch so ein ganz bisschen was. Einmal Handschuhe, da kriegen wir 24 für, ist nicht viel. Der Wappenrock, ja. Wenn er den nimmt, weil der geklaut ist. So, das war es aber auch schon. Das ist nicht viel. Warenkorb prüfen. Falsche Natur. Bisschen holen wir da noch. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Mhm. 29. Okay. Wir gehen wieder auf die Mitte. Ja, 34. Ah, komm. Ah, doch, 34. Was sagst du dazu? Ah, das würde ihm nicht gefallen. Du bist ein Knauser. Ja, bin ich. Na, siehste, das geht doch schon. Dann machen wir jetzt 91. Endlich eine vernünftige Summe. Super, Kollege. Wunderbar. Und der Ruf ist auch verbessert. Schön, so will ich es haben. Gebäck, frisch aus dem Ofen. Greif zu. Okay. Spargel, eine Ware, Daumenfreude und Gurken, die all eure Leiden so lindern. Greif zu. Ah, ich muss ins Badehaus. Wo badet ihr das Badehaus? Hier, ne, oder? Das könnte doch das Badehaus sein. Der Eingang sieht zumindest so aus. Der ist es nicht. Der. Dieser Holzeingang. Könnte das ein Badehaus sein? Nee, ist kein Badehaus. Aha. Hier ist der Händler. Da habe ich Krämer entdeckt. Okay. Ist hier auch was? Ach, das ist der Krämer. Okay. Ja, das ist auch keine Badeanstalt. Da ist auch kein Schwimmbad, hätte ich fast gesagt. Hier. Auch nicht. Da ist der Bäcker. Oder hier ist der Bäcker. Keine Ahnung. Irgendwo müssen hier doch die Superdirnen sein. War das denn? Der auch nicht. Schenke. Hier oben glaube ich so der Schmied und der Jäger. Genau. Auch nicht. So, hier ist die Schmiede. Kirche. Da ist die Schmiede. Okay. Hier ist Sackgasse. Ja, und hier geht's. Na du? Hier geht's nach draußen. Nach draußen will ich. Ich suche ja die Supertiere. Opa. Die müssen uns heilen. Vielleicht waren die auch im unteren Bereich. Wirkt nicht oben völlig falsch. So, hier haben wir auch nochmal. Jana. Er hat keinen Namen. Keine Ahnung. Hier ist der Schuster. Und wo muss hier doch die Wäscherei sein? Kann ich angehen. Nochmal eine Schenke. Oh, und hier ist zu Ende. Ich will erst sauber werden, bevor ich mit Herrn Robert übe, oder wie der hieß. Erst will ich sauber sein. Ah. Wo macht man sich hier sauber und heilt seine Wunden? Weiß gerade nicht, wo das war. Haben die hier sowas nicht? Doch, sicher.
Oder das ist nicht innerhalb der Burg, sondern vor der Burg. Das ist natürlich auch möglich. Das ist außerhalb. Ach ja, logisch, was außerhalb. Da war ich doch schon. Wo suche ich denn hier drin? Mann, ey. Naja, gut. Ich habe nämlich kaum Ausdauer. Weil ich ständig kaputt bin. Stimmt, die waren ja hier unten. Am Wegesende. So. Da unten am Wegesende. Meines Erachtens waren die. Ich glaube, da hatte ich sie gesehen. Naja, gut. Jetzt haben wir wenigstens schon ein paar Sachen in der Burg entdeckt. Auch wenn wir die jetzt nicht brauchen im Moment. Aber das kann gar nicht schaden, wenn wir das schon hinter uns haben, ne? Ja, ich habe null Ausdauer hier, weil der Junge so kaputt ist. Der blöde Kuhn, der stellt uns die Hälfte an Energie gekostet. Weil der Hammer ist, wir haben Metallhandschuhe und kriegen den nicht fertig geboxt. Also das ist nicht normal. So, und du möchtest mich waschen? Eieieiei. So, gehen wir mal den hier. Badinhaberin. Grüße. Kennt uns was ja schon. Was benötigst du? Ja, hallöchen. So, ich möchte die Dienste des... Nee, erstmal reden wir mit dir. Wien Ratai. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist eisern, aber gerecht. Gottlob, er mischt sich in nix ein, wie dieser Herr Ratzig da, weswegen auch keiner über uns herfällt. Aha, wie lebt es sich denn in Ratai? Wie ist das Leben in Ratai? Das Leben ist gut. Gott hat gefügt, dass der Krieg uns bisher verschont. Abgesehen von den Flüchtlingen ist's friedlich hier. Na, aber... Wie kommen die Rataier mit den Flüchtlingen aus? Pah, reden wir nicht davon. Ich wünschte, dieses Geschmeiß wäre weg. Ich weiß, dass sie Pech hatten, aber sie tun nichts außer stehlen und Ärger machen. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Weiß nicht, ob's bloß Altweibergeschichten sind, aber ich habe Fürchterliches gehört. Ja, das stimmt sogar. So, weil das bringt uns nämlich immer Redepunkte. Deswegen müssen wir immer alle Gespräche durchgehen mit den Leuten. Ich möchte etwas bestellen. Und okay. Was darf sein? Heilung, Bad, Saubert. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen und ein Bad nehmen. Oh, und meine Kleider gehören gewaschen. Wie du willst. Mhm. Hast du Geld? Na klar. Geschenk kriege ich's ja nicht, das ist oder? Mir zu teuer. Und wie viel würdest du zahlen? Ja, komm, diesmal schröpfen wir nicht ganz so viel, oder? Ist das genug? Das ist zu wenig. Ja, ich glaube dir das. Oh, du kommst mir aber gut entgegen. Das ist schön. Ja, dann komme ich dir auch so bald ein Stück Du wirst entgegen. Es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Super. Mach's gut. Tschüss. So, dann sind wir gleich geheilt und sauber. Und gewaschen. Und unsere Kleidung. Genau, die ist ja auch sauber und heil. Und genäht, glaube ich sogar. Ja, schön. Alles. Warte mal, wo muss ich lang? Da. Ja, hier lang. Oh, guck mal, der Herr Hans ist hier. Oho. So, also, was ist unsere Aufgabe? Ja, das haben wir alles entdeckt. Die ganzen Sachen. Die haben wir alle entdeckt. So, wir reisen jetzt mal hier oben hin. Wir kennen ja die Burg. Bis hierhin sind wir ja eben gelaufen. Bis da. Gehen wir mal. Da beamen wir uns mal eben hin. Sauber sind wir. Wunderbar. Ja, ich weiß, da dauert es immer länger. Da ist Engpass und so. Gib Gas. Kollege, komm, beweg dich. So, geht doch. Oh, ist schon dunkel. Meine Herren, der ist aber lange gelaufen für die paar Meter da. Hauptmann Bernhard ist nicht da. Nee, ich sollte tagsüber vorbeikommen. Genau, das ist eine falsche Uhrzeit. Langstreckenpfeile können wir uns hier mitnehmen. Oh, das wird. Ein paar Langstreckenpfeile können wir immer gebrauchen. Hier können wir auch nochmal öffnen. Ne, das wäre gleich. Da vielleicht? Auch gleich.
Das sind alles immer das gleiche. 3 Tonnen und 500 Pfeile, aber wir können uns nur 9 Stück rausnehmen. Das ist ja wohl geizig, oder? Naja. Setzen. Nö. Kann man da was rausnehmen? Auch nicht. Auch nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, legen wir uns mal schlafen. Ah, die Frage ist, wo schlafen wir? Das, warte mal. Ach ja, wir müssen ja dahin. Wir können ja nur da schlafen. So. Das ist ja der einzige Platz, wo wir im Moment Bett haben. Richtig. Feind. Direkt vorm... direkt hier vor der Wache. Wo ist denn hier ein Feind, bitte? Ist doch kein Feind. Nö, hier ist kein Feind. Okay, weiter geht's. Ah, jetzt können wir wieder nicht auswählen, wahrscheinlich, weil sie sich, hat sich wieder bewegt. Ja. Jetzt können wir es wieder nicht auswählen, jetzt müssen wir latschen. Ach Mann, Mädel. Bleib doch mal weg. Vielleicht nehme ich die Quest doch einfach mal an. Dann ist die schon mal weg da. Aber ich weiß nicht, ob der die dann automatisch gleich anfängt. Ich glaube, das werde ich gleich mal ausprobieren. Vorher abspeichern. Dann werde ich das mal ausprobieren, ob er die sofort annimmt. Also ob ich sofort damit anfangen muss oder ob ich mir das aussuchen kann. Weil dann ist nämlich dieses Zeichen da hoffentlich weg. Hoffe ich den. Deswegen speichere ich dann vorher. Teste ich das einmal auf Screen. Aber erstmal Richtung Bett. Komm, erhol dich. Komm. Ja. Wunderbar. Sitzt Theresa noch draußen? Jo, die sitzt da noch. So, dann werden wir jetzt mal eben speichern. So. Jetzt werden wir Theresa mal ansprechen. Wie hübsch du bist, Liebster. Oh. Ja, ich bin frisch gewaschen und gereinigt und so, ne? Ja. Ach, das können wir noch gar nicht. Ah, okay. Wie hast du es denn geschafft zu überleben, Therese? Wie ist es dir eigentlich in Scarlet ergangen? Ich meine, während des Angriffs und... Du weißt schon. Das ist eine lange Geschichte und keine schöne. Sicher, dass du sie jetzt hören willst? Nee. Das ist nämlich, dann nehme ich die, glaube ich, an. Und dann kann ich nicht anders, oder? Ah, ich versuch's. Sicher. Also gut. Es war ein Tag wie jeder andere. Hallo? Ja. Und ich tat, was ich jeden Tag zu tun pflegte. Ich stand vor den anderen auf. Ach, nee. Nee, das hat keinen Sinn. Es war ein schöner Morgen. Ja. Weil jetzt machen wir nämlich ihre Geschichte. Jetzt machen wir ihre Geschichte und das will ich noch nicht. Das würde jetzt überhaupt nicht da reinpassen. Jetzt sehen wir das Ganze, nämlich diesen Tag, wo der Überfall war, bis zu dem jetzigen Tag, wo sie nachdem bewacht geworden sind und sie uns gerettet hat und geheilt hat und so. Alles, was dazwischen war, sehen wir dann aus ihrer Sicht. Wohl an, die Arbeit ruft. Aber das will ich jetzt nicht. Die Hühner füttern, das Unkraut jäten. Ich hoffe, er hat nicht gespeichert. Ich denke, als das Schwert, Rattaya Mühle. Scarlets. Nee, Rattaya Mühle. Ich hoffe, das ist der richtige Spielstand. Ich habe da ja abgespeichert, aber ich weiß nicht, ob er das aus Versehen überschrieben hat mit einem automatischen Speicherstand. Hoffe nicht.
Nee, Theresa, tut mir leid. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. War nämlich spät. Wollen wir hier noch was zu futtern? Nein, immer noch. Mann, Theresa, kochst aber auch nie was, ne? Kann ja nicht angehen. Ja. Wie viel Energie haben wir denn jetzt? 100. Ach ja, ja gerade frisch gereinigt. 6 Uhr, da ist Sonnenaufgang. Das Nachbar. Das hört sich gut an. Noch nicht mal 6 Uhr, ist 5:30 fast. Ja, aber da ist schon Sonnenaufgang. Laut. Laut dem. Ein Turnier. Nee, möchte ich. Oh, so. Sie liegt noch im Bett. Okay. Immer noch was top hier. Können immer noch nichts essen. Ah, meine Bauchchen, koch doch mal was. Hä? Gegenstand kocht. Hey, Bauchchen, koch doch was. Mensch. Hast mir einmal 3 Brötchen hier hingestellt und dann war es das, oder wie? Oh, ein Geizkragen. So, frühen Morgen, einmal waschen. Ach, geht. Okay. So. Ja. Womit haben wir das jetzt erledigt? Nächste Aufgaben steht schon an. Aber nicht mehr in dieser Folge. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und abonniert mich. Und liked mich, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao.